Wenn du einen verschobenen Bauchnabel hast, bist du als großartiger Schwimmer oder Läufer geboren. Der Bauchnabel ist dein ganz persönlicher Schwerpunkt. Wenn er höher als beim Durchschnitt liegt, hast du eine längere Taille und einen angehobenen Körperschwerpunkt, was dich schneller laufen lässt. Wenn dein Bauchnabel stattdessen nach unten verlagert ist, hast du mehr Kraft in deinem Oberkörper. Ein längerer Oberkörper hilft dir, eine größere Welle zu schlagen. Und so kannst du schneller schwimmen und gehörst zu den Nabelhelden. Yeah! Grau ist eine der seltensten Augenfarben auf diesem Planeten. Wenn du zu den grauäugigen 1% gehörst, haben deine Augen fast kein Melanin in der vorderen Schicht der Regenbogenhaut. Je nachdem, welche Farbe du trägst, können deine Augen tatsächlich die Farbe von Grau über Blau bis Grün ändern. Deine Pupillen können auch größer werden, wenn du emotional wirst. Studien zeigen, dass grauäugige Menschen wettbewerbsfähiger sind. Wenn du braune Augen hast, befindest du dich in bester Gesellschaft. Vor langer Zeit hatte jeder Mensch auf diesem Planeten braune Augen. In der Wissenschaft wird angenommen, dass die meisten Menschen damals in warmen Klimazonen lebten und braune Augen ihnen mehr Schutz vor der Sonne boten. Menschen mit braunen Augen sind großartig bei Aktivitäten, die schnelle Reaktionszeiten erfordern, wie Boxen oder Fußball. Oder schlag den Maulwurf. Blauäugige Menschen sind gute Lerner und strategische Denker. Sie sind auch gut in Sportarten wie Golf und im Geländelauf. Der einfachste Weg, um herauszufinden, ob du ein Mutant bist, ist, deinen kleinen Finger und Daumen zusammenzudrücken. Wenn ein langer, dünner Muskel an der Innenseite deines Handgelenks zum Vorschein kommt, bist du total normal. Und wenn nicht, dann hast du eine Mutation. Und was ist deine Mutantenkraft? Buchstäblich nichts. Dir und 15% der Bevölkerung fehlt ein Muskel, der unseren Vorfahren half, sich von Ast zu Ast zu schwingen. Da diese Fähigkeit heutzutage ziemlich nutzlos ist, ist dieser Muskel aus den Armen von über 117 Millionen Menschen verschwunden. Das ist ein schöner Beweis, dass die Evolution immer weitergeht und dass es ein ziemlich langsamer Prozess ist. Wenn du eine doppelte Wimpernschicht hast, hast du diese Mutation von einem deiner Eltern geerbt. Es bedeutet, dass dein 16. Chromosom ein wenig durcheinander geraten ist. Du könntest einen kompletten zweiten Satz Wimpern haben oder nur ein paar extra. Bevor du eifersüchtig wirst, denk daran, dass sie zusätzliche Tränen verursachen und sogar deine Sehkraft beeinträchtigen können. 90% der Menschen haben einen rechtsdrehenden Haarwirbel. Wenn deiner in die entgegengesetzte Richtung geht, bist du wahrscheinlich auch Linkshänder. In der Wissenschaft wird angenommen, dass dieselbe genetische Mutation für die Händigkeit und die Haarwirbelrichtung verantwortlich ist. Manche Menschen haben doppelte Wirbel, was noch seltener ist. Die Superkraft, deine Zunge zu verdrehen, ist selten, aber nicht genetisch vererbt. Die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Zunge falten, rollen und drehen kannst, ist größer, wenn du bestimmte Sprachen oder mehrere Sprachen sprichst. Die Kleeblattzunge ist die komplizierteste. Geh zum Spiegel und find heraus, ob du es schaffst. Menschen, die deutlich asymmetrische Gesichter haben, wie zum Beispiel ein Ohr höher als das andere, sind natürliche und effektive Anführer. Sie zeigen Initiative und übernehmen Verantwortung, motivieren andere und stellen die Interessen der Gruppe über ihre eigenen. Zeit für ein Foto. Wenn du denkst, dass deine rechte Seite deine Schokoladenseite ist, wirst du wahrscheinlich ein Ingenieurs-, Mathematik- oder Chemiestudium abschließen. Dich zieht es eher zur Wissenschaft. Wenn du dich für die linke Seite entscheidest, fühlst du dich eher in der Kunst wohl. Nur etwa 2% von uns haben von Natur aus rote Haare. Wenn du rothaarig geboren wurdest, bedeutet das, dass beide deine Eltern das Gen in sich tragen, auch wenn sie selbst keine roten Haare haben. Diese Gene geben Rothaarigen eine niedrigere Schmerzgrenze. Deshalb brauchen sie mehr Betäubungsmittel als Menschen mit blonden, braunen oder schwarzen Haaren. Wenn du eine große Nase hast, bist du weniger anfällig für Allergien und Erkältungen. Eine große Nase lässt weniger Schadstoffe und Pollen eindringen und schützt deinen Mund und Rachen vor Keimen. Die alten Griechen und Römer dachten, dass große Nasen ein Symbol für Macht und Stärke sind. Wenn du eine kleine Nase hast, arbeitest du eher clever als hart. Du magst es, Dinge zu erledigen und du hast keine Lust, dich ewig mit einem kleinen Problem aufzuhalten. Wenn deine Nase mit einer nach oben gerichteten Spitze versehen ist, bist du ein großzügiger und sentimentaler Mensch. Deine Familie und Freunde bedeuten dir die Welt. Du hast deinen Niesstil von einem deiner Eltern geerbt. Wenn du nur einmal niest und sofort den Kopf drehst, bist du fürsorglich und hilfsbereit. Wenn du laut und stolz niest, bist du ein natürlicher Anführer. Du bekommst die Dinge erledigt. Wenn du Taschentücher bei dir trägst und dir beim Niesen den Mund damit abdeckst, bist du ein vorsichtiger und tiefsinniger Mensch.
Nieser, die immer versuchen, ihren Rekord von 7 Mal in Folge zu brechen, sind charismatisch und sozial. Sie mögen es, andere zu inspirieren. Es ist wahrscheinlicher, dass du einen Studienabschluss machst, wenn du mit einer größeren Stirn geboren wurdest. Ob das auch bedeutet, dass du schlauer bist, steht noch nicht fest. Wissenschaftliche Teams haben den Zusammenhang zwischen der Größe des Kopfes, den Genen und dem IQ untersucht. Und bisher sieht es so aus, als ob es stimmt. Wenn dein Gesicht eher breit als lang ist, hast du ein gutes Verhandlungsgeschick. Diese Fähigkeit hilft Menschen mit breiten Gesichtern, mehr Geld zu verdienen als ihre schmalgesichtigen Freunde. Diejenigen mit einem runden Gesicht erscheinen unschuldig und vertrauenswürdig. Wenn du das bist, bist du höchstwahrscheinlich selbstlos und stellst die Bedürfnisse anderer über deine eigenen. Und du schnarchst wahrscheinlich mehr. Wenn dein Gesicht eine hübsche ovale Form hat, bist du mit Sicherheit ein extrovertierter und sehr sympathischer Mensch. Du weißt immer, was du sagen musst, damit sich andere entspannt fühlen. Ein dreieckiges Gesicht mit einer schmalen Stirn und einem breiten Kiefer ist eine der seltensten Gesichtsformen. Sie lässt dich kraftvoll aussehen. Du bist getrieben, entschlossen und dazu bestimmt zu herrschen. Gleichzeitig bist du kreativ, künstlerisch und du flippst ziemlich leicht aus. Wenn dir süße Dinge süßer und salzige salziger schmecken, gehörst du wahrscheinlich zu den 25% der Bevölkerung, die Superschmecker sind. Diese Superkraft wird dir durch zusätzliche winzige Geschmacksknospen auf deiner Zunge verliehen. Superschmecker essen normalerweise keine Lebensmittel wie Brokkoli, Kohl, Spinat, Grapefruit und Kaffee. Sie schmecken zu bitter. Normales, gewürztes Essen ist viel zu scharf für ihre Geschmacksnerven. Trotzdem ist es wahrscheinlich besser, als ein Nichtschmecker zu sein. Das ist, wenn Lebensmittel nur fade schmecken und dir keine Freude bereiten. Wenn du lange Augenbrauen hast, bist du ein großartiger Freund und Zuhörer. Du kümmerst dich wirklich um andere und hilfst ihnen gerne. Du hast keine Angst vor Verantwortung und bewältigst große Aufgaben mit Leichtigkeit. Du bist auch ziemlich wettbewerbsfähig. Menschen, die dünne Augenbrauen haben, zweifeln oft an sich selbst und sind vorsichtiger bei jedem Schritt, den sie machen. Sie sorgen sich um die Meinung anderer Menschen, auch wenn sie wissen, dass sie recht haben. Wenn du dicke Augenbrauen hast, bist du mit Sicherheit selbstbewusst und schlagfertig. Du magst es nicht, dein Gehirn auf einer Aufgabe zu parken und wirst wütend, wenn jemand versucht, dich zurückzuhalten. Du bist aktiv und zukunftsorientiert. Leute mit hohen und super geschwungenen Augenbrauen sind nicht einfach zu erreichen. Sie halten gerne Abstand. Aber in Wirklichkeit brauchen sie einfach nur mehr Zeit, um sich mit dir anzufreunden. Sie streben nach Perfektion und haben einen guten Geschmack. Wenn deine Augenbrauen etwas niedrig und nah am Auge sind, bist du leichtlebig und kommst gut mit Menschen klar. Du stehst immer zu deinem Wort. Du hilfst auch gerne anderen, ihre Ziele zu erreichen. Wenn dein zweiter Zeh kürzer ist als dein großer Zeh, dann hast du einen sogenannten Morton-Zeh. Genau wie die Freiheitsstatue. An manchen Orten ist das ziemlich häufig, an anderen eher selten. Der Morton-Zeh kann deine Haltung und deinen Gang beeinträchtigen. Versuche Schuhe mit einem hohen und breiten Zehenbereich zu tragen, um zu verhindern, dass dein Zeh eingeklemmt und gequetscht wird. Geh regelmäßig schwimmen und Radfahren, denn das wird dir helfen, die Spannung in deinem Fuß auszugleichen. Menschen mit einem hohen Fußgewölbe sind unabhängig und autark. Wenn dein Fußgewölbe niedriger ist, bist du wahrscheinlich kontaktfreudig und brauchst die Gesellschaft anderer, um dich wohlzufühlen. Wenn du ähnlich lange Zehen und insgesamt breite Füße hast, hast du einen süßen Römerfuß. Du wurdest geboren, um die Welt zu bereisen und neue Kulturen zu entdecken. Du bist kontaktfreudig und findest sofort Freunde. Wenn deine Füße länglich sind und dein großer Zeh sich verjüngt, gehörst du wahrscheinlich zu den tiefen Denkern. Deine Stimmung ändert sich oft. Du kannst manchmal überraschende und spontane Entscheidungen treffen.